Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Wir haben hier ein mega geiles Remake und ich habe sowieso viel zu wenig Nintendo-Titel auf meinem Kanal. Also, legen wir los! Und dieses Remake ist wirklich fantastisch. Ich habe schon ein bisschen davon gezockt und ich wollte es unbedingt mit euch teilen. Natürlich wird der Link heißen, ganz klar. Los geht's! Ein Glück, du bist wach. Ich dachte, du wachst nie mehr auf. Was, Zelda? Nein, ich heiße Marin. Oder Marin? Du bist auf der Insel Kokolind. Bist du in Ordnung? Ich bräuchte ja so eine Weiberstimme. Ich habe leider keine Weiberstimme. Ich habe nur eine böse Monsterstimme. Geh den Weg entlang nach Süden und zum Strand zu kommen, wo ich dich gefunden habe. Vielleicht solltest du dich dort mal umschauen. Aber sei vorsichtig, so wimmelt es von Monstern, seit du angespült worden bist. Oi. Wo willst du denn so schnell hin? Ich habe hier etwas für dich. Oh. Endlich bist du wieder auf den Beinen. Ich heiße übrigens Tarin. Geht es dir gut, Link? Was, woher? Weiß. Sehr schön, wir haben das Schild. Ohne Schild wären wir auch mega aufgeschmissen. Da sind wir auch schon. Ah, herrlich, so muss es sein. Kettenhund. Wir werden uns sofort zum Strand begeben. Das Spiel sieht wirklich wunderschön aus. Es ruckelt ein bisschen. Das pusht die Switch wirklich bis zum Limit. Macht aber nichts. Aber sieht auf dem 4K-Fernseher wirklich fantastisch aus. Schieben, schieben, schieben. Es ist wirklich auch verdammt süß gestaltet. Die wunderbare Eule, immer am Start. Es ist also dein Schwert. Jetzt verstehe ich, warum die Monster so unruhig sind. Ein mutiger Jüngling ist gekommen, den Windfisch zu wecken. Es heißt, man könne die Insel nicht verlassen, ohne den Windfisch aus dem Schlaf zu holen. Du bist zuerst nach Norden in den Zauberwald. Nun hast du dein Schwert gefunden. Und bist froh, deinen Namen darauf zu lesen. Schön ist mit B, um Gegner anzugreifen. Yes! Bam! Jetzt legen wir richtig los. Ist das Spiel nicht einfach süß gestaltet? Ist es wirklich toll. Es sieht auf dem Fenster auch fantastisch aus. Hey, und wenn ihr mehr Let's Plays sehen wollt, zu aktuellen Nintendo-Titeln oder natürlich zu allen anderen Spielen, die ich momentan am Start habe, klickt auf den Abo-Button, klickt auf die Glocke und ihr seid mit dabei. Wir können später noch die ganzen Herzteile holen, die wir hier haben. Was natürlich auch wichtig ist, was man machen sollte, gerade in diesem Spiel, weil man kriegt nicht wirklich Infos. Immer schön auf die Karte gucken und markieren, wo wir noch nicht hin können. Hier weiß ich zufällig, hier braucht man Bomben für. Da könnten wir zum Beispiel rübergehen. Ich muss mich ein bisschen umgewöhnen, weil X und Kreis, das ist alles hier vertauscht auf Nintendo-Konsole. Auf in den Zauberwald. Die ersten zwei Höhlen und oder Dungeons sind auch nicht wirklich schwer. Willkommen im Zauberwald. Du wirst diese geheimnisvolle Insel auf keiner Karte finden. Stelle dich der Aufgabe, den Träumenden zu wecken, denn solange der Windfisch schläft, kannst du sie nicht verlassen. Warst du übrigens schon am Wurmpalast im Süden des Dorfes? Du findest den Schlüssel zu jedem Ort hier in diesem Wald. Der Windfisch beobachtet dich. Oh, der beobachtet mich. Bisschen creepy. Vielleicht habe ich eine Stimme, die ein bisschen besser passt. Pitch vielleicht ein bisschen. Bisschen hoch. Das ist lustig, ja. So muss es sein.
So, jetzt gilt es erst, hier durchzukommen und den Pilz zu finden. Ich glaube, da müssen wir noch nicht durch. Ich weiß es gerade nicht mehr. Gehen wir da noch nicht lang? Gehen wir vielleicht erstmal in die Höhle. Dafür brauchen wir noch nicht das Powerband. Schön, 50 Rubine erhalten. Ah, oh, ich komme nicht zurück, es ist gebrochen. Können wir noch einen schieben? Jedes Mal dasselbe. Ach, toll, wie komme ich jetzt da durch? Dann so. Und nicht vergessen, Leute, ich habe noch ganz viele andere Projekte am Start momentan. Gears of War 5, The Search 2. Kommt vorbei. Mega geile Spiele. So, hier müssen wir später nochmal hin, wenn wir die Power-Handschuhe haben, das ist ganz klar. Und ja, ich habe das Spiel ein bisschen weiter gespielt, bevor ich das hier gestartet habe. Und nicht zu vergessen, ich habe Link's Awakening auf dem Gameboy damals auch gezockt. Also ein bisschen was ist noch hängen geblieben. Wobei das Remake sich schon sehr nah ans Original heftet. So, wir haben den Pilz gefunden, damit können wir wunderbar den Zaubertrank herstellen. Die Schutzeichel ist auch perfekt gerade. Da kann ich noch nicht drüber hüpfen, da brauchen wir auch noch was für. Kommt aber. So, da schieben wir hier. Ich hoffe, ich baue mir jetzt nicht den Weg zu. Perfekt. Wir müssen nämlich wieder leider zurück in die Stadt. Und lasst euch wirklich von dieser Optik nicht täuschen. Falls ihr das nicht so mögt und sagt, ah, das ist ein Kinderspiel. Checkt es aus. Ihr werdet es nicht bereuen. Der Schwierigkeitsgrad wird immer knackiger im Laufe des Spiels. Man muss ein bisschen sein Gehirnschmalz anstrengen, aber das geht. Das sollte auf jeden Fall klappen. Er könnte ein bisschen schneller rennen, aber falls ihr Zelda gespielt habt, wir kriegen bestimmt die Pegasus Boots, ne? Oh, Hexe wird ganz interessiert sein. Ach, scheiße, das ist ja gar nicht der Hexenladen. Aber egal, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir uns vielleicht auch das Herz da krallen. Und natürlich den Yoshi. Ja, vielleicht war das nicht so eine gute Idee. Das erfordert ein bisschen Timing. So, wir wollen nämlich nach hinten und dann nach rechts. Aber wir haben nur zwei Versuche, wir können dich korrigieren. Schauen wir mal, was wir reißen können. Oh, es geht ja schnell. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist nicht genau in der Mitte. Oh, was ist das denn? Noch nicht mal angekratzt. Das war ein Fail. Ja, wir müssen es noch ein paar Mal versuchen. Wenn es nicht, klappt, gehen wir weiter. Noch ein Spiel? Klar. Das sah ziemlich gut aus. Nicht perfekt, aber ja. Fällt bestimmt vorne raus, ey, weil das Spiel ist nämlich beschiss wie auf einer echten Kirmes. Oh mein Gott, ich hab's mit dem zweiten Versuch geschafft. Denn die Puppe ist wichtig, die brauchen wir. Definitiv, wir wollen uns noch das Herzteil krallen. Das sollte noch mir gehören. Sondern einmal. Das war nicht gut. Aber. Kegel ist drüber. Boah, das kann nicht sein. Nur weil es ein bisschen daneben war. Nicht mehr viel Kohle, aber hey. Wie komme ich denn jetzt darüber? Müsste ja eigentlich gehen, ne? Wenn wir einfach so anticken. War zu wenig. Ein Spiel habe ich danach noch. Ah, der hat es aber drin, ne? Also das darf man nicht vergessen. Der liegt doch perfekt drin. Ja. So, was wollen wir denn noch abräumen, wenn wir schon dabei sind? Komm, wir versuchen mal den Rubin da.
Ah, das bewegt sich noch weiter. Komm schon zurück. Oh, holy shit, greif zu. Ah, das habe ich nicht berechnet. Fast hätte es geklappt. Aber auch nur fast. Noch ein Spiel? Ich würde sagen, nein. Ein Herzteil und die Yoshi-Puppe, die wir abgeben können. Ich bin zufrieden. Das holen wir uns jetzt mal erstmal ab. Yoshi-Puppe ist dabei. Du liebst Yoshi. Natürlich lieben wir Yoshi. Perfekt. Perfekt. Ich würde sagen, besser geht's gar nicht. Also starten wir gut ins Spiel. Ui, du hast die Yoshi-Puppe geholt. Das haben wir schon Ewigkeit versucht. Und so machen wir unbedingt so eine haben. Ich weiß, dafür kriegen wir vielleicht auch noch ein Herzteil. So, ich glaube, hier war der Laden. Gut, dass ich mich verlaufen habe. Hat was Gutes gehabt. Nein, aber der hat auch ein Herzteil. Wie viel will er dafür haben? 200 Rubine. So, ich hau ab. Tschüss. Da bist du noch ganz sauber. Du musst jetzt bezahlen. Zurück damit. Die Schaufel brauchen wir später auch. Also das war der Laden. War denn die verdammte Hexe? Vielleicht war die auch im Zauberwald. Ich glaube, das Haus, wo ich die Yoshi-Puppe abgeben muss, war aber hier. Oh, schenkst du meinem Kind die Yoshi-Puppe? Klar. Vielen Dank, das ist lieb von dir. Moment, ich gebe dir das für die Puppe. Oh, eine Schleife. Okay. Aber das geht dann so lange hin und her, bis die Quest dann erfüllt ist und dann kriegen wir ein Herz da wahrscheinlich. Hat sich gelohnt. Hätten wir das auch gemacht. So. I am very zufrieden damit. Muss mal ganz kurz die Karte öffnen. Weil wir müssen zu dieser Hexe da unten. Das ist es. Naja, brauche ich mir nicht markieren. Komet, so ist der Kettenhund. Das ist es nicht. Moment, das ist es dann auch nicht. Das ist das Haus von der. Das ist das Haus von der Alten. Das war der Item Shop. Das war der Angelscheiß. Vielleicht muss ich mich ja verlaufen, um zur Hexe zu kommen. Da war auf jeden Fall noch ein Herzteil. Dann holen wir uns das erstmal. Angeln könnten wir gehen. Ja, das ist auch noch ein Herzteil. Yes. Hier haben wir die Bücher. Das ist easy. Nur die Hexe, die ist mir nicht ganz geläufig gerade. Das war's auch nicht. Das ist dieser komische Dosenfutter-Heini. Da haben wir einen Brunnen. Kann nur sein, dass die Hexe im Wald ist. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau. Wir müssen mal gucken. Denn dieses wunderschöne Pilzchen. Kann man zu was verwandeln? Wie viele Rubine habe ich eigentlich? 8. Nein, kann ich nicht angeln gehen. Macht aber nichts. Wir sind stark gestartet. Ich finde die Grafik wirklich mega. So schön. Autsch. Nicht geblockt. Die sich aufgerafft haben, sind die schon längst fertig. Peaks, Peaks, Peaks. Na, dann nicht am Block. So, hier geht's auch weiter, das weiß ich zufällig, aber da muss ich nur nicht hin. Aber hier ist die Hexe. Endgültig jetzt. Ja, es hat eine Schlummermeuchel dabei. Moment. Es hat eine Schlummermeuchel dabei. Ich werde daraus etwas Feines machen. Ich
Mix, mix, mix. Hier, dein Trank. Das Pulver ist fertig. Oder nicht verschwenden. Ja, dann verzichten wir uns mal. So, wir können das Ganze nämlich anlegen. Wir machen das auf X. Und damit können wir so Sachen machen wie einfach mal hier was verbrennen. Oh, was hasse ich diese Viecher. Das ist ein Teil der Macht erhalten. Dadurch können wir richtig abgehen. Da komme ich noch nicht hin, aber zu den Waschbären wollen wir. Ja, das ist ein alter Bekannter, der verwandelt worden ist. Und seine Nase ist empfindlich. Staub. Ist so witzig, so aussieht wie Mario. Es ist auch einer der coolen Sachen. Tja, nur am Fressen. Im Traum war ich ein Waschbär. Das war lustig, sage ich dir. Hältst du mich verrückt, oder? Kinder, bin ich kaputt. Ruhe mich erstmal aus. Ich gehe später nach Hause. Bum, bada, bum, bum. Umschlüssel. Und wir können in den ersten Dungeon gehen. Nimm diesen Schlüssel, geh damit zum Wurmpalast und suche dort ein Musikinstrument. Der Windfisch wartet. Oh, der wartet. Ich muss sagen, Link's Awakening ist ein bisschen underrated. Jeder hat natürlich Ocarina of Time, Majora's Mask auf dem Schirm, aber Link's Awakening ist ein richtig guter Teil, den ich leider nicht ganz durchgespielt habe, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich hatte das Spiel leider damals selber nicht, sondern musste mal zum Kollegen zocken gehen und ja, das fand ich immer so leicht. Kurz checken, wo der Mondpalast, genau, wo der Wurmpalast ist. Oh, hier hängen nur zwei Äpfel dran. Kannst kaum erwarten, die Pegasus-Boots zu haben, dann flitzen wir hier nur so durch. Yes. Schlüssel rein, umdrehen und rein da. Yes! Wurmpalast, gehen wir's an! Let's go!